Family Blessings! Willkommen hier in der Abendsonne in Microsoft Flight Simulator 2020 Beechcraft Bonanza G36 Vorbereitung Cockpit und Startup Villitorial. Ich bin Willy Kofte, der Party Pilot. Die Bonanza G36 ist auch, wie ihr sehen könnt, mit einem Glascockpit ausgerüstet. Dasselbe Charmin 1000. Let's start! In erster Linie hier den Tankzufuhr muss man manuell umschalten. Links und rechter Tank nicht vergessen. Dann haben wir hier versteckt die Parkbremse. Natürlich anziehen. Wir wollen ja jetzt starten. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Hä? Ja, Logo, wenn man weiß wie. Ich weiß selbst nicht wie, wir versuchen es mal. Dann schalten wir unsere Batterie 1 und 2 ein. Dann nehmen wir Alternator 1 und Alternator 2 auch. Falls es schon zu dunkel sein sollte, haben wir hier unser Flutlicht oder unser Panellicht. Oder da oben noch unser Nielicht. Sehr schön. Wir wollen unser Motor starten, deshalb Mixer auf Full. Dann machen wir Full Rich. Wir schalten unsere Navigationslichter ein, unsere Beacon Lights schalten wir auch ein. Und Fuel Pump auf High. 5 Sekunden Maximum sollte reichen. Sehr gut. Und dann starten wir. Hoppala. Unser Motor. Unser Motor läuft. Alles im grünen Bereich. Sehr gut. Schauen wir unser Avionikmesser an. Caution. Wenn es euch aufregt, könnt ihr da einmal bestätigen. Und hier nochmal bestätigen und zu starten. Und dann haben wir hier die Map. Und unsere Bonanza läuft. Das wäre es dann auch schon wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es hilfreich war, Daumen hoch, kommentiert, shared. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Wenn ihr Lust habt, guckt mal bei Twitch vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Willy Kapp, der Party-Pilot.